Boom. Yamhart und Libra. Ich weigere mich einfach, so einen Run zu machen. Yamhart und Libra. Während ich in der vierten Ebene bin und nicht ein einziges Soul Heart bekommen habe. Ich weigere mich einfach. Ich weigere mich. Naja, der Goldrum hat den Run nicht gerettet. Okay, was ist die 4 und die 100? Dann wohl die 100, wie mir scheint. Die 4 und die 100. Wenigstens können wir ein bisschen rerollen und hoffen, dass wir irgendwas Gutes bekommen. Die 100 ist bestimmt super, wenn man nicht gerade Tainted Isaac ist, der maximal 8 Items haben kann. Ich habe das Gefühl, wenn man gerade Tainted Isaac ist, der maximal 8 Items haben kann. Haben wir jetzt gerade gesehen. Gut, dass es zugespielt war. Dann ist das nur bedingt hilfreich. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen, wir werden ein bisschen das Leben leben. Wir werden ein bisschen rerollen. Und sehen, wie es laufen wird. Das habe ich mir verdient heute. Ah, Secret Room ist hier. Yes. Wir bekommen eine Bombe. Und nochmal zwei. Okay. Eine Menge Bomben auf jeden Fall. Ich meine, nicht womit ich gerechnet hätte. Ich werde mich nicht beschweren. So, wir haben noch einen Tinted Rock. Ja, seht ihr? Jetzt bekommen wir langsam die Items. Die Soul Hearts meine ich damit. Vielleicht ist hier noch der Super... Weil der kann nicht der Super Secret Room sein. Ja. Der konnte da schlicht und ergreifend gar nicht sein. Ah ja, ist nächste L-Ebene. Ah ja. Ach yeah. XL-Ebenen kommen irgendwie nur noch so selten. Manchmal vergesse ich, dass die überhaupt existieren. Ich hätte viel lieber Metal Plate. Müssen wir... Wir müssen den D100 aber nicht wirklich einsetzen, oder? Der ist optional, richtig? Richtig? Wir haben nämlich ein paar erstklassige Items gerade bekommen. Technology Zero hat Potenzial und der Metal Plate ist halt auch so gut. Auch wenn es mehr eine passive Hilfe ist, aber ist dennoch ziemlich gut. Nein! Ich wollte gerade sagen, lenke die Gegner und lass dich nicht von ihnen lenken, aber ich wäre nicht gut darin, die Gegner zu lenken. Und Metal Plate hat gerade eine Träne abgewehrt. Danke, Metal Plate! So, Technology Zero ist aktuell noch echt schwach, aber wir bekommen das schon noch hin. Ich werde den D100 nicht einsetzen, es tut mir leid. Manchmal muss man auch versuchen, einen Run zu gewinnen. Ich kann nicht, versteht ihr? So, wir werden auf jeden Fall... Wir werden einen Devil Deal auf der Ebene bekommen, aber... Ich würde sagen, den werde ich ignorieren, damit wir Angel Deals mitnehmen können. Denn ich habe immer noch diese eine Item mit Bethany im Angel Deal freigeschaltet. So. Oh Gott. Yes. Okay. So weit, so gut. Was haben wir im Shop? Ich meine... Überleben muss gesichert werden. Denn meine Dodging-Skills werden mir nicht dabei helfen zu überleben. Sogar das Gegenteil. Sie ruinieren das Überleben. Ich meine, habt ihr gesehen, wie ich in den Gegner reingerannt bin? Das ist absolut fürchterlich. Au.
Ich war mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ich hab nicht herausgefunden, dass ich nicht so viel Schaden gegen diese Gegner mache, wie ich das zunächst dachte. Und das war nicht gut. Nein, da ist ein Gegner mittendrin! Oh Gott! Zwischen den Steinjungs waren Gegner. Okay. Zuerst der Boss, Stinke. Ich habe es erfolgreich noch geschafft, mich treffen zu lassen. Ich wäre auch ein bisschen enttäuscht, wenn ich mich nicht hätte treffen lassen in diesem Kampf. Muss ich ehrlich gestehen. Box und Wooden Spoon. Die sind beide sehr verlockend, muss ich gestehen. Rusted Key. Health up! Und Chariot. Ja, was haltet ihr davon? Und wir nehmen den Stapler. Boom! Das dachte ich, ich würde den D100... Oh Gott, ich bin so schnell. Warum bin ich so schnell? Dachte ich, würde den D100 wirklich nicht einsetzen. Komm schon. Absolut lächerlich. Allein die Vorstellung, den D100 zu haben und nicht einzusetzen. Haben wir eine Batterie? Ich will das mitnehmen. Das gibt manchmal Batterien. Mein aktueller Bild gefällt mir überhaupt nicht, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben wenigstens eine Menge rote Herzen. So, ich würde sagen, dieser Run wurde auf jeden Fall deutlich schwächer, als er es zuvor war. Ich weiß nicht, ob wir uns davon noch wirklich erholen werden, aber mal schauen. Der D100 ist immer ein Fehler, vor allem seit ich ihn offiziell freigeschaltet habe. Oh, wunderschön, ich kann nur nicht trinken. Ja. Wie zum Fick ist die Hälfte gerade daneben gelaufen? So ernsthaft, wie geht das überhaupt? Oh Gott! Ich bin halt auch so schlecht im Ausweichen aktuell. Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde in dem Spiel besser. Und dann habe ich Wochen wie jetzt aktuell, wo ich einfach für Wochen nicht konsistent irgendwas hinbekomme. Da habe ich immer das Gefühl, ja, ich werde nicht besser. Es ist alles nur Zufall. Wir nehmen das Yamhart mit. Deine HP-Ups bleiben für die Ewigkeit. Mit Dented Isaac. Ich wünsche übrigens, ich hätte nicht 2,6 Damage. Oh ja, der D100 rerollt ja auch Stats oder sowas, oder? Das hat diesen Bild hier gerade ein bisschen kritisch gemacht. Der Teil mit dem Stats rerollen gefällt mir nicht, glaube ich. Vor allem, wenn wir solche Gegner haben. Okay, gute Neuigkeiten. Wir bekommen keinen Angel Deal mehr. Ich kann halt auch wirklich keinem einzigen Gegner ausweichen aktuell. Also wirklich nicht. Okay, was ist das für ein Raum? Den Goathead jetzt. Als ob man Goathead in dem Spiel jemals wieder bekommen würde. Aber ja, so Phasen, wie es aktuell der Fall ist, wo ich einfach für mehrere Wochen nicht wirklich irgendwelche Runs bekomme, sind immer die Phasen, wo ich mir denke, soll ich das Spiel nicht einfach sein lassen? Es ist sehr anstrengend. Oh, wir haben Proptosis. Und der Raum wurde nochmal, okay. Nicht so cool. Oh, ist meine Feuerrate. Shit.
Also ernsthaft, warum ist meine Feuerrate komplett shit? Proptosis senkt die... Oh, wegen... Weil die Stats rerollt werden. Natürlich. Natürlich. Warum habe ich den Raum nochmal? Ich war hier wesentlich schneller als noch vorhin, aber... Das ist heute nicht mein Lieblingsraum. Okay. Aber wir bekommen noch einen Schlüssel. Ja, ich habe Leben verloren. Das ist nicht cool. Ich dachte, die Leben bleiben bestehen mit der Tainted Isaac. Okay. Puh. Damage ist da, aber DPS nicht. Naja, DPS-technisch bin ich immer noch okay dran. Dadurch, dass ich mit Proptosis mehr als die 7,7 Damage mache, die man sieht. Meine Feuerrate ist zwar mies, aber DPS-technisch sind wir immer noch okay dabei. Komm schon. Machen wir einfach den Boss. Wir bekommen eh keinen Deal. Also ja, weiß ich, zieh's zurück. DPS ist vielleicht doch nicht so sehr da, wie ich das zunächst dachte. Okay, warum sind hier so viele Gegner hinter Gurdy? Seit wann ist das eine Sache? Das ist ja einfach nur eine Armee von diesen roten Teilen hinter Gurdy spawnt, die man nicht erwischen kann. Da bin ich nämlich kein Fan von, muss ich ehrlich gestehen. So, wir haben es gleich. Okay. Ich liebe es übrigens, dass ich in den ersten 2 Sekunden des Kampfes getroffen wurde und danach einfach nie wieder. Einfach nur direkt, damit ich direkt weiß, dass ich keinen Deal bekommen werde. Danach war es auch egal. So, Cat on Nine Tails. 2,5 Damage ab. Ziemlich stark. Ja, diese Delayed hier sind in dem Bild hier gerade sehr irritierend. Wir holen uns jetzt den Bookworm und dann rerollen wir eine Runde. Und zwar alle Bücher, die hier drin sein werden. Wir setzen das ein. Wir heben das auf und wir heben das auf. Und dann die 100. Es wird zu weiteren Büchern. Okay. Book of Shadows muss noch weg. Ich bin viel zu schnell unterwegs. Mein Damage ist wieder komplett shit. Und meine Feuerrate ebenfalls. Warum kann man mit dem D100 nichts mehr anfangen? Und ich habe gerade das Item aktiv, das meine Feuerrate erhöht, wenn ich länger in eine Richtung feuere. Können wir darüber mal kurz reden? Oh mein Gott. Das ist fürchterlich. Absolut fürchterlich. Okay. Ich meine, ich habe ein Soul Heart. Wenigstens bin ich schnell unterwegs. Wenn ich schon weniger als 3,5 Damage mache. Ich weiß nicht, warum mich das Soul Heart an dem Punkt überhaupt noch interessiert. Nicht so, als ob ich es jemals halten könnte. Oh. Eine Karte. Hermit. Damit hätte ich einen Schlüssel sparen können. Klar, gib mir. Ich kann kein Steams. Ich habe kein Geld für irgendwas. Ich denke, ich gehe in den Cursed Room. Ich bin viel zu schnell, um irgendwas zu machen. Oh mein Gott. Natürlich bekommen wir nichts. Okay. Secret Room könnte hier oben sein. Ist er aber nicht. Er könnte hier sein. Ist er aber nicht. Er könnte hier unten sein.
Ist er ebenfalls nicht. Dann könnte er dann nicht sein. Hey, hier sind so viele... Oh Gott, das ist unterm Shop, oder? Hier sind so viele Secret Room Locations, die hinhauen würden. Warum müssen wir die selbst... Nein, da links kann er auch nicht... Links von hier. Okay, wir haben ihn. Das heißt, ich wäre gratis in den Cursed Room gekommen. Na, was soll's. Jetzt, wenn ich noch ein Item mitnehmen könnte, wäre das echt cool. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen Geld raussprengen. Gerade hatte ich doch komplett andere Items. Das ist richtig. Das macht der gute D100. Steam Sale. Also, ich hätte unglaublich gerne noch eine Aufladung gehabt. Damit wir nochmal die Bücher rerollen können. Oh, das war fantastisch. Aber ich fürchte, wir werden keine mehr zusammenbekommen. Das ist ein bisschen traurig. Außer wir haben den Super Secret Room, der Batterien hat. Keine Batterie für mich. Ich könnte noch den Challenge Room machen. Da müssten drei Wellen von Gegnern auf mich warten. Ja, okay. Los geht's. Auch wenn ich kein Fan davon bin, mit dem aktuellen Bild irgendwie überhaupt zu kämpfen, aber wenn wir Aufladungen bekommen, sollte es das wert sein. Ich mag es, dass der einzige Damage-Dealer, den ich aktuell habe, Lil Chub ist. Das ist üblicherweise kein gutes Zeichen für den Run. Aber wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. Wäre natürlich besser, wenn ich nicht ausgerechnet Tainted Isaac wäre, der wahrscheinlich am schlechtesten geeignete D100-Charakter ist, den es gibt. Neben vielleicht The Lost, welcher dann Holy Mantle verliert. Aber hey, wir bekommen noch eine Aufladung hin. Das Problem ist nur, ich glaube, es gibt genug Bücher im Spiel, damit die drei Bücher, die wir da hatten, zu drei weiteren Büchern werden. Und wir werden keine weitere Bibliothek spawnen können in diesem Run. Aber, schöne Tatsache, dass ich meine Items, meinem Bild nochmal rerollen kann, bedeutet eine Menge für mich. Sharp Plug im Shop. Das stimmt. Aber es werden nicht alle Items auf der gesamten Ebene jetzt rerollt? So, das ist interessant. Hey, der D100. Party. So, wir haben jetzt also das Buch und wir behalten den D100. Ist das die gute oder die dumme Fliege, die wir haben? Haben wir die dumme oder die gute Fliege? Schabler kann ich nicht kaufen. Die dumme Fliege. Warum frage ich überhaupt? Nein, Moment, wir können Sharp Plug noch kaufen. Das ist ein guter Bild übrigens fürs Protokoll ansonsten. Damit könnte man was anfangen, aber... Komm schon. Wir machen das Ganze nochmal. Sharp Plug. Was will ich stattdessen weglegen? Piggy Bank Chat. Nein, Moment. Moment, was? Oh, Moment, ich weiß, welches Item ich hier liegen lassen werde. Wie wäre es, wenn ich das gute Item behalten würde? Statt den schlechten? Oh, Piggy Bank. Es gibt immer noch so viele. So, wir haben nicht mehr viele Herzen übrig. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber mein Damage ist okay. Und wir werden keinen weiteren Reroll hinbekommen. Aber wir können das weglegen. Und holen uns dafür den kleinen Freund wieder. Und dann würde ich sagen, wir sind bereit, den Run fortzuführen. BFF ist sogar ziemlich okay aktuell.
So, wir werden dem kleinen Mann noch ein paar Münzen zukommen lassen. Wir sagen, die Nadel kann weg. Und das Item bringt essentiell das gleiche. Oh, es gibt einen Damage. Oh, es senkt den Damage um 1, aber es erhöht die Feuerrate so sehr. Ich bleib dabei. Ist mir egal. Los geht's. HP-Pille im Shop. Es wäre schon echt gut, wenn ich die mitgenommen hätte. versuchen wir erstmal zu überleben. Wenn ich nicht viel zu schwach wäre, könnte das ziemlich cool sein. Wir haben auf jeden Fall ein paar Items, die definitiv weg können. Ich wollte beides nicht wirklich. Sollte ich dazu anmerken. Oh, jetzt wünsche ich, ich könnte fliegen. Komm schon. Komm schon. Yes! Gulp. Range up. Und Lemon Party. Au. So weit, so gut. Die beste Sache ist, wir können den Skeleton Key noch rerollen, um vielleicht irgendein anderes brauchbares Item rauszubekommen. Wisst ihr was? Mit der Feuerrate stehen wir aktuell gut da. Ich habe das Gefühl, das aktuell hätte Potenzial, ein guter Run zu werden. Die Frage ist natürlich, wollen wir weiter rerollen? Das war fast dumm. Lass mich erstmal den Boss machen. Komm schon, ich habe doch gerade die Lemon Party gelegt. Ach, er steht natürlich komplett außerhalb davon. Okay. Hallo. Wo kommt der her? Ernsthaft, wo kommt der her? Hatte ich den die ganze Zeit? Wo kommt der Horseman her? Ups, Moment, wir legen Battery Buddy weg. Ich habe keine Bombe. Ich habe auch nicht genug Aufladungen, Oh, ungünstig. Ungünstig. Absolut ungünstig. Ich meine, das wäre jetzt schon ziemlich gut, muss man fairerweise sagen. Das wäre an dem Punkt ein ziemlich guter Run. Ich denke auch ein Run, mit dem wir problemlos Blue Baby killen könnten. In der Menge lag eine Bombe. Tja, dann würde ich sagen, es ist zu spät dafür. Ja, schau ich das an. Wenn wir noch ein, zwei Bonus-Items bekommen, könnte man damit bestimmt auch problemlos Beast machen. So, was haben wir hier? Ich will keins davon. Rerun, bis man OP ist und dann aufhören. Nein, das wäre der sinnvolle Weg, jetzt aufzuhören zu rerollen. Das wäre der sinnvolle Weg. Ich glaube, ich will Pyro mitnehmen. Dann legen wir es wieder weg. Ich habe das Gefühl, mein Damage ging ganz ungemein nach unten. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Bomben und Schlüssel jetzt. Ja, das sieht nicht so gut aus gerade. Und ich habe Broken Stopwatch. Das ist ebenfalls nicht so gut.
Der Trinity-Schild ist aber ganz cool. Aus irgendwelchen Gründen explodiert irgendwas mit Gift bei den Gegnern. So. Ich werde auf jeden Fall nochmal rerollen. Denn der aktuelle Bild ist, er ist nett, aber er ist nicht gut. Er ist definitiv nicht gut. Ich kann ein paar Dinge wegsprengen, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht bekommen wir eine Batterie. Wenigstens ein paar Herzen. Wer sich fragt, wie Mori diesmal den Run verhaut, das ist die Antwort. Ich meine, ich hätte jetzt einfach gewinnen können, aber wo ist da der Nervenkitzel? Wo ist der Nervenkitzel? Steht hier. Ich bin echt kein Fan von der Broken Stopwatch hier gerade. Dann holen wir uns ein weiteres Secret Room Item. Woo! Mal schauen, was es dieses Mal wird. Was zum Fick ist das? Ich mach 8 Schaden. Ich hab Sacred Heart. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Wir nehmen noch das. Was habe ich jetzt bekommen? Was habe ich bekommen? Was, wenn ich das mitnehmen würde? Das würde nichts ändern. Interessant. So, kamen wir ab. Ah, Shop. War ich nicht im Shop? Egal. Ich würde soweit sagen, ich habe alles, was ich brauche. Wir haben eine Menge Herzen. Habe ich den kleinen Brimstone-Begleiter? Nein, Moment, der kommt aus meiner Schachtel, oder? Der stört mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Und ich kann sogar fliegen. Warum habe ich so viele Angel-Deal-Items bekommen? Und natürlich haben wir noch eine Menge Bomben. Was macht das eine Secret-Room-Item, das ich mitgenommen habe? Ich kann bisher kein Item davon erkennen. Du kannst sogar zweimal fliegen. Oh, lässt er in der Kelch auch fliegen? Ich habe Spectral Tears auch noch. Hier muss ich sagen, ich habe das Gefühl, der Run ist nicht so stark. Siehst du dann schon? Okay. Ihr würdet aber sagen, ich sollte das beibehalten. Ich will das Buch rerollen als nächstes. Ich meine, das Buch ist ganz nett, aber... Bringt mir nicht so viel, habe ich das Gefühl. Hey, einfach über die Stacheln drüber. Warum bin ich gerade so schwach in diesem Raum hier? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar... Wisst ihr was? Vielleicht werde ich einfach rerollen. Wir werden rerollen. Ich habe mich gerade entschieden. Jetzt, wo ich mehr über den Run nachdenke, fällt mir auf, wir bräuchten noch dies, wir bräuchten noch das, damit der besser wird. Und an dem Punkt können wir auch einfach rerollen. Ich halte die Schnauze, sonst killt er den Run wieder. Ich kill den Run nicht. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich will den Run nicht einfach killen. Komm schon. Komm schon. Das will ich nicht tun. So, ich suche noch den Goldraum. Und dann wird gererollt. Reroll im Shop, wenn möglich. Warum? Ich hätte lieber die Chance auf irgendein Goldraum-Item. Ich habe das Gefühl, da ist aufregenderes Zeug dabei. Das wäre natürlich Secret Room oder sowas, aber das passiert nicht so oft. Und hey, ist das nicht eine Secret Room Location? Oh, heute nicht. Okay. Oh, kann man den Arki im Shop bekommen? Ich dachte, der wäre ein Secret Room Item. Und meine letzten Teile sind auch weg.
Und mit meinen letzten Teile meine ich meine letzten Orbitals. Ja, dieser Run ist echt nicht so stark. Ich habe mich von dem Sacred Heart mitreißen lassen. Wir werden im Shop rerollen, habe ich gerade beschlossen. Oh mein Gott, wir haben... Oh mein Gott, okay. Okay, 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 okay. Okay. Wir müssen im Shop rerollen. Dann haben wir hier direkt zwei gute Items, die abgeholt werden wollen. Ah, da möchten zwei gute Items bitte abgeholt werden. Ich will noch rerollen, weil mir der aktuelle Bild nicht so gefällt. Aber das andere Zeug, was wir jetzt zur Unterstützung haben werden, das gefällt mir ziemlich gut. Versteht ihr? Ja, davon will ich nichts. Los geht's. Und wir haben Birthright bekommen. Wie dumm kommt ihr euch jetzt vor? Wie dumm kommt ihr euch jetzt vor? Von wegen Sacred Heart ablegen. Wie dumm kommt ihr euch jetzt vor, hä? Ich wette, ziemlich dumm. Und ich habe sogar den Wafer. Habe ich The Beast schon gemacht? Wie wär's, wenn wir The Beast machen mit in diesem Run? Wie wär's, wenn wir The Beast machen würden? Was haltet ihr davon? Einfach unglaublich. Wir sind einfach komplett OP geworden. Und wir haben noch ein paar... Oh, egal, ich habe... Holy Mantle. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir haben noch ein paar Dinge, die wir mitnehmen können. Oh mein Gott. Oh, das ist ein großer Brummer. Und ein Lackup. Das ist ein waschechter Pin gewesen, wenn ihr mich fragt. Das ist Stats 1, okay. Hey, warum wurdest du nicht gelähmt? Das weiß ich, verzeih dir. 19 Schaden mache ich aktuell übrigens. Ja, jetzt wirst du gelähmt. Das sieht doch ganz gut aus. Ich hätte aber nichts gegen noch ein Angel Deal Item. Oh, wir haben goldene Schlüssel. Ist natürlich wieder sehr verlockt, nochmal zu rerollen, aber nein. Aber nein. Also ich will den Schlüssel auch direkt wieder loswerden, ehrlich gesagt. Können wir noch was Cooles rausbekommen? Nein? Okay. Wisst ihr was? Zum Spaß sprengen wir den Knaben noch weg. Zum Spaß sprengen wir den noch weg. Weiß ich, hätte Miter durch Blessing ersetzen sollen oder was? Ich glaube, es ist zu spät für sowas. Oh nein, ich werde nicht nochmal rerollen. Ich will jetzt den Run gewinnen. Ich meine, ich kann jetzt HP up mitnehmen. Dann wieder weglegen. Und weiter geht's. Du hast einfach 8 Items aus dem Angel-Item-Pool. Ja. Yeah. Ich habe das Gefühl, ich habe die besten, die ich hier haben kann, schon. Ich habe die aktuell schon. Das ist das Problem. Wir haben Wafer, Holy Mantle und Sacred Heart. Besser werden die halt nicht. In meinem Pool. Ja, yeah, wisst ihr was? Wir machen so weiter. Und wir werden The Beast machen in diesem Run. Ich denke, das ist eine faire Ausbeute. Dann schauen wir noch hier rein. Vielleicht will ich das noch mitnehmen. Aber was kommt weg dafür? Sind alle gut? Ich brauche das Buch nicht mehr, oder? Oh, ich habe nicht genug Geld dafür. Ich brauche das Buch nicht mehr, richtig?
Welcher Char ist das? Tainted Isaac. Ich kann den D100 nicht weglegen. Oh, das ist ein Trinket. Ah, erleichtert die Sache noch mehr. Erleichtert die Entscheidung noch weiter, würde ich sagen. Gut, ja, gehen wir weiter. Wobei, ich könnte den D100 weglegen, wenn ich ein Spacebar-Item finden würde. Ich finde keins. Nehmen wir noch den Goldraum mit. Ich habe gerade überlegt, sollte ich irgendwo noch ein Trinket ablegen? Oh, mir fehlt sowieso noch die eine Karte. Ich glaube, ich werde mein altes Trinket in der Boss-Arena ablegen. Denn ich glaube, man bekommt eine Wiederbelebung, wenn man das macht. Nicht, dass wir eine brauchen werden, aber wenn man eine haben kann, dann sollte man die mitnehmen. Ich weiß, dass Converter im Shop war. Ich weiß noch nicht ganz, was ich mit Converter machen soll. Wir haben 8 Herzen, 8 rote. Und Wafer. Hier sind noch ein paar Trinkets, die wir weglegen können. Legen wir das weg. Dann gehe ich gratis hier rein und nehme meinen Schlüssel entgegen. Gott, dieses Poison-Item. Ich wollte gerade sagen, wie gut es ist, und dann kommt der eine Gegner, gegen den es nichts bringt. Dann kommt der eine Gegner, der dagegen immun ist. Lass mich in Ruhe, ich habe Holy Mantle. Dankeschön. Wir bekommen auch so viele Soul Hearts gerade. Ah ja, ich habe ja die ganzen Angel Leader Items. Warte, kann es sein, dass wir gar keine Karten mehr haben? Oh nein, wir haben keine Karten mehr, oder? Nein, Moment, ergibt das Sinn? Ergibt das Sinn, dass wir keine Karten mehr haben? Nein, ergibt es nicht, okay. Ich war kurz etwas verwirrt. Ich dachte mir, ja, aber wäre das überhaupt möglich? Weil wir haben ja gar kein Item, das sowas bringt. Es war nur Zufall, dass wir super viele Pillen gefunden haben, aber keine Karten. Also ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht zu oft Space drücke. Sonst werde ich ein Problem bekommen. Und auch zu sein das Problem, dass au. Um genau zu sein. Au. Das Problem, dass ich den D100 random einsetze und das will ich nicht. Warum ist hier immer ein Tinted Drop in dieser Arena? Oh, wir bekommen noch einen. Okay. Oh Gott, nicht da reingehen. Oh, da ist Revelation! Los geht's! Wir brauchen die Karte sowieso nicht mehr, weil wir keinen Shop mehr bekommen werden. Ne, wir bekommen noch einen Shop, aber pff, komm schon. Oh, das Teil lädt auf und dann tschung. Das ist ziemlich cool. Seht ihr, ich habe sogar verstanden, wie das Item funktioniert. Tschung. Ich denke, der sollte gegen The Beast ungemein weiterhelfen. Ich habe das Trinket nicht abgelegt. Wisst ihr was? Spielt auch keine Rolle, ehrlich gesagt. Oh ja, waren wir überhaupt im Goldraum auf dieser Ebene? Wir waren gar nicht im Goldraum, oder? Wir waren gar nicht im Goldraum. Ich meine, das ist einfach nur das Sahnehäubchen. Wenn ihr mich fragt. Es verringert mein Damage um. Ich glaube, ich würde lieber. Ich glaube, ich sollte das lieber weglegen. Ja, okay. Das ist eine bessere Wahl. Hört auf! Lass mich durch! Was soll denn das denn? So, jetzt werden wir hin und wieder ein paar Zähne abfeuern, die noch viel stärker sind. Das nenne ich doch mal ein Happy End. Nicht Blessing. Was ist Blessing? Meinst du den Papsthut? Weißt du was? Das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob du den meinst, aber der kann weg.
Eigentlich spielt es an dem Punkt nicht wirklich meine Rolle, ob wir ein, zwei mehr Soul Hearts finden. Das Kreuz, aber das Kreuz bringt mir doch Unverwundbarkeit, oder nicht? Das Kreuz macht mich doch unverwundbar manchmal, wenn ich Schaden nehme, oder? Oh ja, wir können das Buch weglegen. Guter Punkt. Ja, yeah, wir brauchen das Buch absolut nicht mehr. Sieh, so, als ob ich mein Spacebar-Item jemals noch einsetzen werde. Okay. Dann, los geht's. Wir haben hier eh noch einen Goldraum. Wir haben doch... Oh. Mir gefällt das Trinket, das wir bekommen haben. Auch wenn es nicht die D100 Wisps sind, aber... Ich mag die Wisps. Ich komme mir direkt so viel stärker vor. Was war das gerade? Hat das Auto-Aiming oder war es nur Zufall? Ich glaube, es war nur Zufall gerade. Wir sind übrigens lächerlich stark. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Der dumme Laser muss so lange... Oh. Verb. Und Luck up. Der dumme Laser muss so lange aufladen. Oh, Auto-Aim wegen Sacred Heart. Natürlich, stimmt. Stimmt. Das ist aber auch nur teilweise Auto-Aiming. Nicht so viel Auto-Aiming, wie man meinen würde. Au. Geh mal weg. Kann hier... Nein, der kann jetzt hier drüben nicht sein. Kleines Portal. Oh. Ich würde liebend gerne noch einen Bonehard mitnehmen. Und noch ein Lackup! Oh mein Gott, wir werden so viele Zähne verschießen an dem Punkt. Wissen wir, wie viele Zähne wir jetzt verschießen? Fucking... Noch ein Bonehard! Sind beide fürchterlich. Versuchen wir das. Na. Legen wir das wieder weg. Oh, ich habe kein Geld für den Trinket Smelter. Und eigentlich ist er auch unnötig. Wir gehen einfach weiter. Ich habe aber gesehen, dass da noch ein halbes rotes Herz auf uns wartet. Das eventuell gerne mitgenommen werden will. Oh, waren noch drei Bags. Oh ja, aber... Das macht halt keinen Unterschied. Ich würde einfach zu den Bossen gehen. Besser ein Smelter als ein D100. Ja, aber dafür muss ich extra Geld raussprengen. Und der Smelter bringt uns halt auch nichts. Beziehungsweise Smelter ist nicht verkehrt, aber an dem Punkt ist es halt auch echt egal. Trinket noch im Goldraum liegen lassen. Was passiert, wenn man Trinket im Goldraum liegen lässt? Hey. Jetzt sind wir auch das schwarze Herz los. Seht ihr, wir brauchen nicht mal einen Konverter. Gehen wir einfach weiter. Brauchst du wirklich Holy Mantle und Wafer? Ich brauche sie nicht, aber ich will auch keins von beiden weglegen. Nehmen wir hier mit, was soll's. Trinkets in Goldraum werden zu Cracked Keys. Warte, wirklich? Was sind noch Trinkets in, ist das Buch wieder? Aber es sind noch Trinkets in, Boss-Dingens, die zu Cracked Keys werden. Und nicht in Goldräumen. Oder denke ich gerade an den falschen Cracked Key. Oh, beides? Weil man kann auch in Oh, das wusste ich, dass man es auch einfach in Goldräumen ablegen kann. Das war mir neu. Shut up, Maggie! Ich mag das Ding ins Gift-Item, aber wir brauchen es nicht. Das wird uns im Bosskampf auch nicht wirklich weiterhelfen.
Dementsprechend, wir können auch so einfach weiter. Außerdem von Anima 1996, der Monte Resub und von Criticrism, 4 Monate. Vielen lieben Dank. So. Ach, komm schon. Ich sag, wir brauchen es nicht. Und jetzt kommen diese Räume, die nicht instant draufgehen. Was soll das Spiel? Was sollen diese Räume, die nicht instant sich erledigen? Ja, dafür haben wir 22,6 Schaden. Warum ist der Goldraum? Okay. Aber wir hätten noch so viele Zeug aus Goldräumen übrig, dass wir nicht mitnehmen konnten. Aber ist auch echt schlecht. Ich nehme eine Devil-Karte mit für den Bosskampf. Ich glaube, die werde ich gegen Dogma einsetzen. Einfach weil ich Dogma echt nervig finde. Wenn du gegen The Beast verlierst, bin ich sehr enttäuscht. Ich wütend, aber sehr enttäuscht. Ich glaube, ich kann nicht gegen The Beast verlieren mit diesem Bild. Also ich meine, ich glaube, ich kann wirklich nicht verlieren. Mein Angriff ist ziemlich gut, aber meine Verteidigung ist undurchdringbar. Oh oh. Eine undurchdringbare Verteidigung, versteht ihr? Der gute alte Laserstrahl. Ich habe das Gefühl, der ist nicht so gut. Ich meine, er ist ziemlich okay. Aber ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, Leute haben ihn etwas zu sehr overhyped. Ich meine, vielleicht macht er noch irgendwas, von dem ich nicht weiß, aber aktuell ist halt... Scheint in Ordnung zu sein, aber... Yeah. Ist okay. Nie sind noch Spacebar kommen. Wir werden noch Spacebar drücken, keine Sorge. Wir werden den D100 noch einsetzen. Das Einzige, ich will nur jetzt aktuell echt nicht einsetzen, weil wir Birthright haben. Und wir können Birthright halt, oh, der Laser ist so wie... Ist der Laser so wie Brimstone früher war? Okay, das ist wie damals der Brimstone. Die Gegner haben noch nicht lang genug gelebt, damit ich das sehen kann. Nein, das ist okay. Gehen wir schlafen. So. Los geht's. Oh, der Laser funktioniert auch, wenn die Augen verbunden sind. Das ist auch ganz nett. Ich hatte instant Schaden genommen? Nein. Au. Dogma, nein! Ich hasse es, dass ich sogar die Devil-Karte eingesetzt habe, aber Dogma trotzdem noch so viel aushält. Oh mein Gott. Warum muss der immer damit anfangen? Hör auf! Nein! Oh Gott. Hey, wir haben ein Schild. Dogma-Kampf lief übel wie üblich. Dogma hat auch Damage-Scaling. Verstehe. So, wir werden bei, wenn wir gegen The Beast kämpfen, rerollen, okay? Oh Gott. Was ist das denn? Hör auf! Oh mein Gott. Erstens, ich mache nicht so viel Schaden, wie ich sollte. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Er sollte am Damage Scaling liegen. Ich weiß auch nicht wenig, aber... Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Muss ich so ganz ehrlich gestehen. Ey, was hat mich gerade erwischt? Egal, was es war, hör auf mich zu erwischen.
Ich glaube, was am besten, was wir am besten bräuchten, wären irgendwelche Bomben. Damit kann man Damage Scaling ganz gut umgehen. Kommen wir nach noch ein Run? Ja. Yeah. Oh Gott. Au! Was ist das Problem? Ich mache den Beast viel zu selten, um einzuschätzen, um wissen zu können, wie ich ja dem Zeug am besten ausweiche. Wann habe ich zuletzt den Beast gemacht? Das ist ewig her. Dann meine ich, ist ein paar Wochen her. Okay. Ich nehme viel mehr Schaden, als ich sollte. Vor allem gemessen daran, dass ich ja Wafer habe, aber wir sind im Spiel. Ich kann die so nicht angreifen. Ah, wir sind auf jeden Fall noch im Spiel, würde ich einfach behaupten. Ich mag die Köpfe auch so gar nicht. Oh Gott! Nimm die Köpfe weg! Schau ich an, wie viel Schaden ich genommen habe. Das ist nicht gut. Eventuell werde ich sterben. Ich weiß nicht, wie ich... Oh mein fucking Gott, was? Warum? Jetzt habe ich auch keine Items mehr. Oh mein Gott, ich bekomme ihn nicht besiegt. Okay, wir sind tot. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott, wir sind so tot. Ja, 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 okay. Der Run ist RIP. Ich dachte, ich muss nur noch The Beast machen. Ich habe halt viel zu wenig Leben dafür. Dass, wenn ich als Lazarus wiederkomme, dann... Das Problem ist, ich will das... Ich wollte das als... Oh mein Gott, ich nehme Schaden, wenn ich im Zeug drin stehe. Den Angriff habe ich noch nie gesehen. Okay, das war's. Wir sind tot. Das war's schlicht und ergreifend. Das ist sehr enttäuschend. Mir war nicht bewusst, dass das mit der Raumwiederholung eine Möglichkeit ist. Ja, es war fürchterlich. Es war absolut fürchterlich. Ich wollte auch nicht einfach nur gewinnen. Ich dachte mir, ja, wir werden noch was Cooles machen. Und ich hab's bereut. So wie jedes Mal.